wird ein schweres Ding, das wird ein verdammt schweres Ding werden. Egal. Wir sind doch eh schon abgestiegen, von da ist es einfach da durch. Und dann schauen wir mal. Zumal Relegation können wir ja gar nicht mehr. Können wir ja überhaupt nicht. Das war ja noch nie unser Ding. München habe ich vom Hörensagen irgendwie. Und bei Darmstadt war ich dabei. Schon schlimm genug. Heftig, heftig. Ja, so sieht das dann aus auf dem Weg zu Arminia. Hm? Manchmal wäre man froh, es ginge besser, es wäre toller, es wäre ein schönerer Moment. Manchmal wäre man froh, man wäre einfach nur so hier an diesem schönen Haus, würde das betrachten. Aber nein, es geht um Arminia und wir sind auf dem Weg zu allem. Ja, ein schwerer Weg. Ein wirklich schwerer Weg. Es ist irgendwie kaum zu ertragen, dass dieses 4:0 fast nicht einholbar ist. Es ist kaum zu ertragen. Ja, und so komme ich dann hier um die Ecke und sehe dann zum ersten Mal die Alm. Ja, da oben, dieses versteckte Hochhaus da hinten, das ist die Alm. Und ja, heute tut es besonders weh. Heute tut es richtig weh. Mehr fällt mir da heute auch nicht zu ein momentan. Um 20.45 Uhr geht das Spiel los. Und normalerweise ist hier an der Ecke immer so ein bisschen hörst du auf jeden Fall. Aber heute ist es echt derbe, derbe, derbe leise. Sehr, sehr leise. Aber warten wir es mal ab, was da noch kommt. Schauen wir mal. So, jetzt hier rum und dann... Tja. Arminia ist der geilste Club der Welt. Arminia Bielefeld, der geilste Club der Welt. Obwohl ich mir trotzdem Sorgen mache. Dieser Abstieg wird uns besonders finanziell sehr hart treffen und das wird nicht einfach, das aufzufangen. Warten wir es ab. Erstmal heute das Spiel und dann schauen wir mal. Ja, auch Arminia kann leise sein. Auch bei Arminia kann es leise sein. Aber naja, so ist das halt heute Abend. Erst sieht es noch grün aus. Und dann wird es so langsam schwarz-weiß-blau. 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 Und dann wollen wir sehen, ob das wir auf diesem grünen Rasen uns wenigstens vernünftig verabschieden. Wenigstens einigermaßen verabschieden. Bitteschön. Ja, heute fangen wir mal auf der Hartalm an. Die Hartalm, weil es heute wirklich hart wird. Und auch, denke ich, ganz schön schwer für unsere Jungs. Ich denke, das wird nichts. Wir werden uns aber hoffentlich vernünftig verabschieden. Und ich hoffe, dass die sich mit Anstand verabschieden aus der zweiten Liga. Ja, der Teutoburger Wald. Niemand erobert den Teutoburger Wald. Und doch
glaube ich, dass die Arminia heute auf der Alm nicht so viel zu melden hat. Das ist traurig, aber leider wahr. Jo, richtig laut hier. Auch wenn das nachher wieder leiser wird, weil es wird wahrscheinlich irgendwann in Tränen ausarten. Mal sehen, ob ich mir hier jetzt noch ein Bier schnabulieren kann und dann schauen wir mal. Gedacht, die könnten sich zusammenreißen, aber auch die können es nicht. Naja, wir Arminen sind ja so schlimm, ne? Aber die können das auch. Bei denen sieht das nicht anders aus. Komischerweise, mit dem 1-0 habe ich angefangen, dran zu glauben. Bielefeld! Ja, wir müssen mittlerweile ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, so ein bisschen hängt dran. So ein bisschen. Arminia ist der geilste Club der Welt. Ja, und
Trotzdem. Trotzdem. Mann. Nein, der Ball ging nicht über die Linie. Leider ging er nicht über die Linie. Und kurz nachdem ich, ne? Ja, jetzt ist das 1-1 gefallen und naja. Schade eigentlich, ich hätte so geträumt davon. Ich habe auch so gehofft für Arminia, aber das ist schade. Traurig. Egal. Wir machen weiter. Arminia ist der geilste Club der Welt. Ja, nicht so toll für Arminia. Die Wehner aus Wiesbaden haben das 1-1 gemacht. Und jetzt müssten wir 5 Tore schießen, um, naja, überhaupt noch eine Chance zu haben. Es ist traurig, es ist schade, aber so ist das eben. Das ist Fußball. Lustig! Mrs. Wien Wiesbaden hat jetzt ja, den Vorhang weggezogen. Naja, so wie das so ist, ne? Ja. Ja. 2-1. Ja, was wollen wir machen? Arminia ist in der dritten Liga und was sollen wir daran noch ändern? 6 Tore schießen oder was? Wollen wir noch 6 Tore schießen? Wollen wir das wirklich? Ich glaube da nicht mehr dran. Ja, ganz ehrlich, Leute, ich bin kurz davor, zu Fuß nach Hause zu gehen. Wirklich zu Fuß nach Hause zu gehen, weil das ist wirklich, nee, das ist keine Mannschaft. Dann am Anfang reißen sie sich ein bisschen den Arsch auf und danach kommt gleich wieder gar nichts. Nee, sorry. Ich bin sehr, 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 sehr traurig. Und ich weiß nicht, was meine Frau alles hier mit reinschneidet. Weil das tut mir echt weh. Traurig. Traurig, traurig. Ja, es tut wirklich weh. Es ist auch nicht sehr schön. Nein, das ist eben, wenn man in der Saison nicht genug geleistet hat und am Ende dann absteigt. Ich hoffe, dass Arminia sich wieder hochkämpft und dass wir nicht lange in der dritten Liga bleiben. Das hoffe ich. Ansonsten, ich weiß es nicht. Ja, Familienblock, Dr. Schmöttker. Aber geholfen hat es dann auch anscheinend nichts. Verdammte Scheiße, echt. Es tut einem richtig, richtig weh. Dritte Liga, das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach für Arminia. Das wird nicht einfach. Thank you.
kämpfen, siegen. Das wird ein sehr schwerer Abend. Es wird richtig schwer für Arminia. Wir werden das wohl nicht mehr reißen können. Und ich weiß nicht, inwieweit wir nächstes Jahr die dritte Liga finanzieren können, inwieweit wir da überhaupt noch dabei bleiben können. Also es ist schade. Es ist wirklich schade, dass diese Mannschaft so eine Scheiße, ja, so ein Mist spielt halt. Wirklich nur Mist, und das ist traurig, dass wir halt dadurch mal wieder nach unten gehen. Als älterer Mensch hat man das schon öfter erlebt, aber es ist einfach ekelhaft. Es ist einfach nur schade, weil diese Mannschaft hätte nicht absteigen müssen. Es ist einfach nur traurig. Ja, so ist das leider. Wenn man das eben nicht so schafft, wie man sich's gedacht hat. Arminia nächste Saison dritte Liga. Schade, traurig, und es tut mir richtig weh, aber so ist das. Ja, 70. Minute. Doppelwechsel bei Wiesbaden, nicht mehr in der Partie. In der 70. Minute die Nummer 8, Johannes Wurz, dafür neu dabei mit der 30, Kians Fröse, außerdem nicht mehr auf dem Feld die 21, Benedikt Tollerbach, dafür neu dabei die 33, John Heine. Ja, und trotzdem sieht es immer noch scheiße aus, aber das wussten wir von vornherein. So ist das halt, wenn man absteigt. Das eben. Das ist Fußball, da müssen wir mit leben. Was wollen wir machen? Ändern können wir es nicht. So ist das eben. Ihr könnt das nicht verstehen. Vom Preußenstadion. So, selbst eine Drohne hat aufgepasst, dass Arminia vernünftig absteigt. Es ist einfach nur scheiße. Es ist einfach nur traurig. Was wollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Es ist halt so. Dritte Liga, Arminia ist dabei. Wir sind die Bielefelder und bilden uns was ein. Es kann nicht jedes Arsch ein Bielefelder sein. Ach Mann. Ja, das wird richtig schwer. So von wegen, ne, dritte Liga und blub. Ja. Haben wir es wieder verkackt, ne? Das kennen wir ja schon von Arminia. Also bin jetzt ja nicht mehr der Jüngste. Und so ein bisschen haben wir das schon mitgemacht. Aber wir kommen wieder
Arminia ist immer wieder gekommen und wir kommen auch dieses Mal wieder. Denke ich jedenfalls. Ich hoffe es. Arminia ist der geilste Club der Welt und so ist das halt. Oh ja. Wir sind die Bielefelder und bilden uns immer noch was ein. Ich glaube, das ist gar nicht verstanden, der Wolf. Das kann nicht der Ernst sein. Ja, Arminia ist dritte Liga und trotzdem muss ich sagen, die Mannschaft hat sich einigermaßen vernünftig noch verabschiedet. Einigermaßen vernünftig. Ja, ich höre auch schon wieder viele, die dagegen reden. Aber Arminia hat sich einigermaßen vernünftig verabschiedet. Tja, so ist das dann halt. Dann steigen wir eben ab in eine dritte Liga und dann schauen wir mal, dass wir wieder hochkommen. Wir steigen auch wieder auf. So ist das. Ja, da fährt der Bus ab, der mich gerade nach Hause gebracht hat. Ja, wie schon gedacht, Arminia hat es nicht geschafft. Es ist schade, es ist traurig. Und so ist das nun mal. Das ist Fußball, damit muss man leben. So ist das. Ciao mit Au, tschö mit Ö und weiter.